Hier wird einem nichts geschenkt. Es geht richtig hart zur Sache. Die VIPs machen ernst und ihr müsst jetzt Gas geben. Es ist aber noch alles drin, denn hinten wird die Ente fett. Es gibt noch richtig Punkte. Ihr braucht jetzt einen kleinen Lauf. Ihr liegt hinten, ihr könnt buzzern. Vielleicht ist das Fach, was jetzt ausgewählt wird, euer Ding. Oh. Oh. Warum? Nee. Wer hat in der Schule mit Karten gespielt? Machen wir nämlich jetzt. Wir spielen mit Karten und wir brauchen zwei Freiwillige. Ich nehme den Organisator Altin und Vincent, komm du mal zu mir. Hallo, Vincent, Altin. Hallo. Benelog. Hallo, servus. Vor euch seht ihr jetzt Karten. Und wir machen so eine Art Multiplikationsstich. Ihr bekommt beide einen Stapel mit Karten von 2 bis 10. Das Ass ist in dem Fall 11. Und aus diesem Stapel müsst ihr jetzt immer 2 Karten verdeckt auflegen. Und wir nehmen die beiden Karten miteinander mal. Und das Ergebnis, das Produkt, wer das höhere hat, kriegt den Stich. Und wer zuerst 3 Stiche hat, gewinnt diese Prüfung. Nehmt einfach mal die Karten in die Hand, mischt sie kräftig durch, damit der Gegner nicht weiß, wo sie sind. Ne? Also einmal durchmischen, nimm sie in die Hand, Vincent. Und jetzt heißt es taktieren. Ne? Vielleicht nicht das Hohe direkt am Anfang. Ein bisschen Psychologie, was legt der andere? Ne? Also versucht euch in den Gegner rein zu versetzen. Matheprüfung in der 9. Klasse. Was ist das? Schade. Was ist das? Ich dachte, manchmal antwortet man ja intuitiv so. Ja, weiß man ja nicht. Vielleicht ein bisschen... Altin hat 2 Karten gelegt. Wir werden diese Karten jetzt miteinander mal nehmen. Das höhere Ergebnis gewinnt den Stich. Und somit 10 Punkte. Altin legt die 7. Vincent, die 8. Ja! Sieben mal 2 ist 14. 8. Du kannst nur noch drüber sein. Ja, ich hab ein bisschen hoch angesetzt. 8 mal 6 ist 48. Der Stich geht an Vincent Weiß. Ja. 1:0. Mann, wieso bist du so schnell? Du musst die ganze Zeit rechnen. Mach mal die Karten ein bisschen hoch. Ne? Oh, der Altin ist groß, der guckt. Oh, das ist jetzt aber blöd. Altin, du hast eben nicht gewonnen. Jetzt legst du die 8 und Vincent die 7. Nein! 7 mal 11 ist 77. Das wird schwer. 8 mal 3 ist 24. Somit geht der nächste Stich an Vincent Weiß und hast jetzt den Matchball. Matchpoint! Vor dir. Also wenn ich den jetzt gewinne, hast du es. Habe ich gewonnen. Altin, ich würde jetzt was Hohes legen. Dort ist tippen. Gewinnt Vincent Weiß hier 3:0? Oder kommt Altin ins Spiel zurück? Ja. Du hast das? Nein. Ja, aber ich glaube schon. Kann sein. 9. 3. 6. Ja gut. Es sei denn, du hast die 0 gelegt. 9 mal 0 wäre 0, aber 9 mal Ass ist 99. Und das gewinnt gegen die 6. Somit geht der Stich an Altin. Aber rein taktisch würde ich sagen, ist das gar nicht schlecht gemacht von Vincent, weil man will ja hoch verlieren in diesem Spiel, um dann knapp zu gewinnen. 2:1, immer noch der Matchball bei Vincent Weiß. Full House. Oder in diesem Fall eher Full Hose. Das ist sehr spannend. Organisier deine Karten. Organisier die Karten, genau. 2:1 für Vincent. Wenn du den Stich jetzt hier holst, holst du dir die Prüfung. Altin, du musst gewinnen, um zurück ins... Das ist ein Herzklopfen. Ist ein bisschen aufregend, ne? Das ist wirklich ein bisschen aufregend. Ein bisschen spannend, ja. 5. 4. Wow. Mein
Dein Punkt. Altin ist sich sicher. 4 mal 5 ist 20. 5 mal 10 ist 50. Und somit haben wir ein Unentschieden. Altin sticht sich zurück in diese Prüfung. Und jetzt, der ein oder andere wird aufgepasst haben, was gelegt wurde. Mal gucken, wer sich die Prüfung im Fach Mathematik holt. Wisst ihr, welche Karten ich habe? Altin hat die 4. Vincent die 10. Altin hat die 6. 6 mal 4. 24, danke. 10 mal 9 ist 90. Und somit gewinnt Vincent Weiss die Matheprüfung. Spannend war's. 3-2. Vincent, das ist toll gemacht. Es wurde nochmal spannend. Aber Altin, ja, die besseren Karten lagen bei Vincent. Und wir haben einen 9-Punkte-Stand. Es steht mittlerweile, tja, ich glaube, da müsste ein Zahlendreher drin sein. Es steht 41-14 für unsere Vips. Die machen richtig ernst, aber es ist noch nichts verloren. Es geht noch um alles. Ihr könnt noch insgesamt 23 Punkte bekommen und richtig rankommen. Da ist noch alles drin. Vielleicht mit ein bisschen Unterstützung des Publikums kommen die Kids wieder ran.